Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder hier bei unserer nächsten Aktion, denn wir wollen hier unserem Knaben, der so ein bisschen nackig aussieht, mal eine neue Heckschürze verpassen in Form einer großen Walze. So, und die größte Walze, die es gibt, ist die 600er. Die kaufen wir jetzt mal so. Und das sieht ja schon mal was richtig Schicken aus. Ach, apropos, ich muss jetzt gerade mal gucken. Genau, dann können wir nämlich auch hier schon mal gleich das nächste streichen. So, ihr wisst ja, ich um meine Zettelwirtschaft. Und jetzt werden wir uns das Ganze erstmal angucken. Mal gespannt, was die Walze jetzt drauf hat. Also so ein bisschen größer sieht sie schon aus, wenn wir das mal genau angucken hier. Wuff, die Wau. Ja, die ist eine Nummer breiter als das alte Baby, was wir hatten. Ist auch ein bisschen größer, hat auch noch Andruck und alles drum und dran. Ja, dann schauen wir mal, was die uns jetzt bringt, beziehungsweise wie wir damit umgehen. Ja, den Räumschild habe ich ja weg. Das habt ihr ja auch gemerkt. Ich war da wirklich nicht für geeignet. So, mal gucken. Ja, die kann ich ankuppeln. Oh, 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 da geht sie fast hoch. Gucken, aber von der Lenkung geht's noch. Okay, im Moment ist auch nicht viel Verkehr. Das heißt, wir können erstmal hier rüberfahren. Ja, und da sieht man schon, das Ding hat eine richtig große Arbeitsbreite. Das wird sich doch mal ganz schön lohnen. Ich denke mal, mit den großen Pisten sollte das doch jetzt deutlich schneller gehen. Vor allem können wir da jetzt auch nicht einfach irgendwo hin und her fahren damit. Denn, ja, mit der Arbeitsbreite muss man sich dann vorher überlegen, wie und wo man fährt. Allerdings sollte dann auch das Fahren an sich oben auf der Piste, das Räumen, deutlich besser werden. So, wir bewegen uns jetzt mal kurz, ja, hoffentlich in die richtige Richtung. Genau, ich wollte nur nochmal schnell schauen. Ja, in Richtung unserer Heimatstation, beziehungsweise wir könnten eigentlich auch hier zu der Station fahren. Jetzt ruckelt es wieder ein bisschen. Finde ich persönlich nicht schön, aber ich reg mich da auch gar nicht mehr auf. Wir wissen mittlerweile, das hängt mit dieser tollen Engine hier zusammen. Die ist nicht so wirklich der Renner. So, und hier bleiben wir mal stehen. Ich denke mal, wir werden dann bei Gelegenheit hier ein bisschen was machen. Ich fahre mal langsam vor, mal gucken. Oh, das ist ja richtig cool. Das wird Laune machen, da freue ich mich schon drauf. So, bevor wir das aber machen, steigen wir mal kurz ab. Denn ich möchte nochmal eine Runde Gondel fahren. Und in der Zeit, wo wir hier mit der Gondel uns bewegen, jetzt erstmal darauf achten, dass wir nicht zu schnell fahren. Das ist immer ganz wichtig, bis zum ersten Pfosten. Denn ansonsten ist das ja vorbei mit der vom Wegen perfekten Fahrt. Ja, machen wir uns Gedanken, wie es weitergeht. Also, ihr habt gesagt oder euch gewünscht, dass es eigentlich sinnvoll wäre, vielleicht doch erstmal zu gucken, dass wir ein bisschen breiteres Publikum kriegen. Das würde für uns bedeuten, wir stellen das mit dem Hotel noch mal ein paar Minuten oder ein, zwei Folgen hinten an und werden uns erstmal noch eine Skistation kaufen, denn wir müssen natürlich dann auch für das andere Publikum noch ein bisschen was zur Verfügung stellen an Anlagen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt uns auf die Jugendlichen konzentrieren, sollten wir vielleicht eine Disco oder irgendwas so in der Richtung bauen. Wissen was mit Fast Food, da müssen wir auch noch mal alles durchgucken, was wir entsprechend schon haben, damit wir auch nichts doppelt haben, beziehungsweise auch gucken, dass ein bisschen Abwechslung dabei ist. Und ich denke mal, Kino und Disco und so Sachen, das sind dann große Erweiterungen, die sinnvoll sind. Allerdings müssen wir natürlich auch schauen, dass wir dann nach und nach die Hotels ein bisschen noch dazu kaufen, denn mit nur drei Hotels kommen wir natürlich nicht komplett über die gesamte, ja, wie soll ich sagen, Modellpalette der Kunden, ne? Also wir kriegen nicht alle Kundenkreise über drei Hotels abgedeckt. Das müssen wir auch noch ein bisschen erweitern. Aber wie gesagt, das werden wir uns dann mal so nach und nach anschauen. Die obere Station, das kann ich euch schon mal sagen, die kostet 200.000. Das heißt, da müssen wir noch einen Skitag wahrscheinlich abwarten. Denn wir müssen ja gucken, ja, perfekte Fahrt, ist ja wunderschön. So, dann sind wir auch gleich mal hier oben. So, das, oh, da können wir noch mal erweitern um 2 Euro. Das ist gut. Ja, da können wir nämlich hier unsere einzelnen Sachen nochmal schnell durchprüfen. Mal schauen, inwiefern sich das hier jetzt lohnt oder nicht. So, 100% Auslastung, normaler Preis. Ja, das sieht gut aus, da kommt richtig die Geld rein. Also Wellness ist ganz voll im Trend, ne? Das lohnt sich so richtig. So, und jetzt ist ja der Skitag eigentlich fast rum. Das heißt, wir fahren dann doch mal schnell mit der Gondel wieder runter.
Ja, dann machen wir noch mal ein bisschen Geld und haben schon fast die Hälfte zusammen für die neue Station. Und wenn wir unten sind, dann zeige ich euch die einzelne Station noch mal, die ich mir jetzt da überlegt habe. Das ist die nämlich auf der Karte ganz oben links. Die kostet 200.000 und die beschert uns auch einen Haufen oder eine Menge neuer Pisten. Deswegen auch die Überlegung, dass wir jetzt die Walze noch schnell vorgezogen haben. Denn dann müssen wir natürlich auch so. Jetzt könnte ich ja eigentlich hier mal bisschen mit Vollgas fahren, muss hier nicht so langsam schleichen. Denn mit der zusätzlichen Pisten und dann dem schmalen Walzchen hinten dran, das ist nichts, da brauchen wir eine größere. Deswegen haben wir gesagt, okay, ziehen wir vor. Und ja, wie gesagt, das nächste, was wir jetzt haben, ist dann im Prinzip die Skistation. Und danach, denke ich mal, werden wir uns wieder ein bisschen um die Hotels kümmern. Und bei den Skistationen müssen wir auch mal gucken, was wir erweitern können. Da können wir eigentlich auch mal hin. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen am besten. Das Optimale wäre natürlich eine Transportmission, die jetzt rein zufällig da hochführt oder sowas. Gut, werden wir mal schauen, ob wir da vielleicht Glück haben. Ansonsten fahren wir so mal schnell hoch. Werden wir da mal gucken. Wenn jetzt der Skitag rum ist, möchte ich ja auch mal die neue Walze ausprobieren. Da unten steht schon das Baby. Ja, der kleine Bulli 100 und die große Walze 600. Das ist schon mal eine Kombination für sich. Und ich bin auch gespannt, wie die sich im Fahrverhalten hier dann macht, ob das überhaupt so richtig funktioniert oder ob wir dann später doch nochmal auch einen großen Bulli kaufen müssen. Das werden wir dann sehen. So, hier erstmal schön langsam ranfahren, damit wir also auch hier nach Möglichkeit eine perfekte Fahrt zustande kriegen. Das sieht bis jetzt gut aus. Wir sollten gleich da sein. Ja, wunderbar, perfekte Fahrt. Alles klar, dann jumpen wir mal hier rüber. Irgendwo stand da noch so ein Bulli rum. So, Mann, das ist aber auch ein großes Geschoss. Ja, und den werden wir jetzt mal gleich in Aktion bringen. Wir schalten schon mal das Licht an und machen auch mal zur Sicherheit die Warnleuchten an. So, lassen jetzt mal auf die Schnelle die letzten Skifahrer noch hier durchjodeln. So, ab 22 Uhr ist ja jetzt nichts mehr. Okay, ich lasse aber jetzt mal die Zeit auf normal, denn wir müssen uns jetzt erstmal. Ah, jetzt kommen da noch welche. Hallo. Hey. Wir sind hier durch für heute. So, also zumindest pistentechnisch. So, und jetzt schauen wir mal, wie er sich hier macht. Also vom Fahrverhalten geht's. Das klappt eigentlich ganz gut. Die Textur macht er auch. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ja, er macht die Textur, aber es sieht optisch nicht so wirklich sinnvoll aus. Denn scheint so halb in der Luft zu liegen. Obwohl er die Textur zieht, also er macht sie. Na gut. Okay, wir haben uns ja schon über einige Sachen hier gewundert, die ein bisschen merkwürdig aussehen in dem Spiel. Sprich die Physik, die Engines und. Das brauchen wir jetzt auch nicht mal alles aufwickeln. Aber die große Walze macht definitiv einen guten Job. Und ja, somit können wir natürlich auch hier unsere Piste schon mal wieder etwas besser präparieren. Ich denke mal, damit werden wir auch wieder ein paar Euros sparen. Und was ich gerade sehe, wir müssten den Bulli auch mal tanken. Denn der hat nur noch 41%. 41 Liter, ja, ist ja nicht alles in Prozent hier angegeben. Und jetzt gucken wir mal gerade auf der Karte. Ja, gut, hier ist natürlich weit und breit nichts zu sehen. Aber wir fahren jetzt eh gleich mal die lange Strecke hoch. Dann sind wir ja sozusagen auf der zweiten Mittelstation. Und ich denke mal, dann können wir mal einen Abstecher zur Bergstation machen. Ich denke, vom Sprit sollte es noch reichen. Das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Also die Walze macht einen ganz guten Job, muss ich sagen. So, und hier die Viererpiste. Ja, der Balken ist ja nicht mehr so wirklich in Ordnung. Das heißt, da werden wir jetzt auch mal schauen, ob wir hier nicht noch was verbessern können. Das sieht auch hier an der Seite, habe ich hier die Textur schon mal nachgezogen. So in der Mitte ist es schon fast wieder verschwunden. Also werden wir dann hier mal so ein bisschen in den Mittelbereich gehen. Und das klappt eigentlich wunderbar. Die Karte nehme ich mal kurz raus. Oh, habt ihr das gesehen? Es ist gerade 0 Uhr vorbei. Die Zufriedenheit ist auf 22% gestiegen. Also es geht so langsam auch hier vorwärts. Ja, und hier sieht man also vorne dran nicht so besonders, hinten dran eindeutig bessere Textur. Aber ja, auf der Piste selbst an den Balken ändert sich nicht wirklich viel. Das heißt, wir müssen dann nochmal schauen, ob wir vielleicht einen Randbereich noch machen müssen. Alrighty, gucken wir mal. Kriegen wir alles soweit hin. So, hier gucken wir mal. Das Schöne ist ja, wir sehen genau jetzt, wo die Piste aufhört, nämlich da, wo keine Textur mehr gemacht wird. Da ist dann die Piste zu Ende. Oh, und hier haben wir jetzt schon das nächste Problem. Wie komme ich jetzt hier um den da rum?
So, ohne hängen zu bleiben, das ist also alles gar nicht so easy. Oh, jetzt gucken wir nochmal gleich auf den Balken. Oh, Handtücher für Chalet Lachen. Oh, ist ja zum Weinen. Gut, dann bleiben wir hier mal kurz stehen. Die Mission akzeptieren wir natürlich. Nehmen wir gleich unseren Transportschlitten. Haben es hier nicht so weit bis zum Pickup-Point. Oh, kurz Licht aufnehmen. Und ja, da unten sieht man schon das Päckchen liegen. Oh, wow, wow. Ich sollte vielleicht wieder Richtung Straße. Oh, hier ist alles zu. Ich dachte, hier hätte ich auch schon gestreut. Okay, aber lohnt sich ja jetzt auch nicht hier zu streuen. In 2 Tagen soll es sowieso dann schneien. Dann werden wir das dementsprechend damit verbinden. So. Und ja, muss nur gerade mal kurz wegen meinem Timer gucken. So, die Fahrtrichtung ist jetzt nicht unbedingt die, die ich wollte. Weil ich hätte ja ganz gern mal ganz oben zu der Station gewollt. Aber ansonsten machen wir da mal schnell einen Abstecher, ist auch kein Problem. So, und irgendwie muss ich jetzt mal gucken. Ist da links? Ja, da ist noch eine Piste. Wunderbar. Das sah eben so nach Nirvana aus. Aber hier können wir die Piste wunderbar hochfahren. Denn zeitlich ist es nicht allzu viel. Aber ich denke mal, das sollten wir ohne Probleme kriegen. Da links oben ist das Chalet. Und ja, dann werden wir da mal hinfahren und werden die Sachen, die bestellt worden sind, abgeben. So, müssen wir kurz gucken. Wo ist der Point de Return? Voilà. Haben wir schon geschafft. 5.920 Euro. Ja, wunderbar. Haben wir also auch im Sack. Alles bestens. Und jetzt nehmen wir den Knaben mal, wenn wir eh schon dabei sind. Der fährt eher rappelschnell. Solange wir zumindest nicht gegen Pfosten fahren. Und ich möchte mir ja, wie gesagt, mal oben die eine Piste angucken. Jetzt kommt die nächsten 10 realen Minuten sozusagen eh keine neue Mission. Da haben wir also genug Zeit, hier mal voll den Stunt hinzulegen. Alright. Ja, schick, ne? Normalerweise wäre jetzt jeder normale Fahrer kilometerweit geflogen. Aber nicht wir. Wir sind eins mit der Maschine im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da reißt uns die Innereien weg, aber wir bleiben sitzen. Also das sind richtige ATVler. So muss das laufen, ne? Und ja, wir machen jetzt uns mal auf den Weg nach oben. Jetzt gucken wir mal gerade, welche Piste wir da am besten nehmen. Na, das sieht ein bisschen holprig aus, aber irgendwie müssen wir hochkommen. Mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Doch, da oben macht die Piste den Knick nach links. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann können wir von da aus vielleicht darüber wechseln. Das müsste eigentlich machbar sein. Sollte zumindest. So, dann sind wir nämlich. Ja, und da ganz oben links seht ihr es jetzt schon. Da ist die Station, zu der ich eigentlich hin möchte. Das heißt, das wäre im Prinzip unsere nächste. Ja, Berg, also die eigentliche Bergstation, Tick zu früh abgebogen. Ja, hier wollte ich ja hochfahren. So. Oh, das sieht ganz gut aus. Ich denke mal, da kommen wir doch hin zur Bergstation. Das sollte passen. Denn die möchte ich mir mal angucken, was wir da für Erweiterungen haben, was wir da machen können. So, hier ist die Salatschüssel. Wetterstation. So, hier geht's rüber und genau da drüben müssen wir hin. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie hier so die Abkürzung nach da drüben finden. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich würde sagen, wir fahren hier durch. Ja. Und werden hier mal ganz gediegen über die Kuppel fahren, denn wir haben ja ein ATV und kein, ja, was weiß ich. Ne? Also wir sind hier ja etwas flexibel, können da dementsprechend ein bisschen auch querfeld einfahren. So, und was wir jetzt die letzten Folgen schon irgendwie gar nicht mehr gemerkt haben, ne? Die Zwerge, ja, kommen uns gar nicht mehr so über den Weg. Wir entdecken gar nichts mehr Neues. Also das scheint jetzt so langsam richtig schwierig zu sein. So, das hier müsste die Bergstation sein. Wir schauen uns die mal an. So, for sale. Ja, das klingt gut. Mal gucken. Ja, 200.000, genau, das ist die. So, und jetzt gucken wir schon mal, was wir hier erweitern können. Also, wir haben hier einmal wohl eine große Einrichtung. Da könnten wir eine Disco hinsetzen. Da haben wir was Kleines. Da haben wir noch was Kleines. Da könnten wir vielleicht einen neuen Infostand dazu setzen. Hier ist nochmal eine kleine Sache. Das ist okay. Also es gibt einiges, was wir hier erweitern können. Swiss Panorama. Ja, das klingt gut. Also ich denke mal, die Station wäre doch eine gute Option. So, und bevor es jetzt hier gleich wieder losgeht, nutzen wir mal die andere Option und werden hier noch eine Runde fahren. Und mal schauen, ob wir hier nicht noch ein bisschen was
von der Piste 4 wieder verbessern können. Und die Sache ist nämlich die, wenn wir dann da oben angekommen sind, dann bleibe ich mal an der Station stehen. Das Problem allerdings ist, wenn wir dann ganz oben die Bergstation kaufen, da kommen eine ganze Menge Pisten dazu. So, und jetzt bin ich hier schon auf Fahrstufe 3, aber irgendwie kommt der kaum vorwärts. Das scheint wohl das Problem zu sein bei der Steigung, dass der Bulli 100 mit der Walze 600 nicht so wirklich, leistungstechnisch übereinstimmt. Also da müssten wir im schlimmsten Fall auch nochmal aufrüsten, denn ich glaube, wir sind mit einer kleinen Walze mit 20 km/h ja im Prinzip schneller als mit der großen mit 10 km/h. Das bringt uns nicht wirklich viel. Ist also nicht so ganz das Optimale. Würde aber jetzt mal so für den Anfang ausreichen. Jetzt probiere ich mal eins. Ich hebe mal die Walze an und ihr seht, schon haben wir natürlich hier deutlich mehr Geschwindigkeit. Also die bremst dann doch schon ganz schön ab. Und was mich jetzt gerade so ein bisschen ausbremst, ist, dass unsere Zeit rum ist. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber gut, das verschieben wir auf die nächste Folge. Ich versuche mal hier gerade, ja, wieder klassisch dagegen zu fahren. Aber der Schneemann ist cool. Der muss vom Planeten Krypton sein. Der bleibt einfach mal stehen. Das ist auch geil. Oder ist er gerade auseinandergefallen? Nö. Okay. Ah, dieses Geflatter ist die Fahne da oben. Mann, die haben auch wirklich an alles gedacht. Also, wie gesagt, da müssen wir uns noch was überlegen. Wir gucken mal ganz schnell rein. Wir sind zwar eigentlich schon am Ende. Also, der Pick-Bully, der 600er, das überlegen wir uns dann doch nochmal anders. Der kostet gerade mal schlappe 600. Der 400er kostet 400. Der 100er kostet 250. Gut, dann fahre ich, glaube ich, lieber noch ein bisschen mit 12 km/h durch die Gegend, würde ich mal sagen. Und es fängt an zu schneien. Ja, das kann jetzt gut sein, das kann auch nicht gut sein. Das werden wir dann in der nächsten Folge rausfinden. In diesem Sinne, aber für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.